Ja, wir melden uns hier aus der Gemeinde Heidesee, Ortsteil Kohlberg. Wir stehen hier auf der, Ortsdurchfahrt würde ich es nicht nennen, eher Ortsdurchschwimmfahrt. Das Problem ist ja der Untergrund. Die alten Kopfsteinpflasterstraßen haben nicht die Gründung wie eine grundhaft ausgebaute moderne Straße, die auch den Lastenklassen für schweren Lkw-Verkehr entspricht. Und deswegen sagen uns die Anwohner hier reihauf von Land ab, die ganzen Häuser, dass die Risse kriegen und das über Jahrzehnte. Deswegen brauchen wir hier zumindest, was die Ortsdurchfahrt angeht, ist ja kein so ein langes Stück Straße, einen grundhaften Ausbau. Und es wurde auch immer wieder versprochen, aber bisher ist nichts passiert. Ob das tatsächlich notwendig ist oder ob teilabschnittweise die Straße ausgebaut werden kann, muss im Einzelfall geprüft werden. Die Problematik ist, dass wir seit Jahrzehnten darum kämpfen, dass die Ortsdurchfahrt erneuert wird oder ein Grund ausgebaut wird und wir vom Landesstraßenbetrieb von Jahr zu Jahr eigentlich vertröstet werden. Es waren schon viele hier Politiker, die sich das angeguckt haben, aber ansonsten ist nichts weiter passiert. Und als wir im Mai 19 hier einzogen, ist mir dann irgendwann das Bügelbrett von der Wand gefallen und da war für mich der Zenit erreicht, dass irgendwas getan werden muss, aktiv. Also hier setzen ab und zu mal Autos auf, weil die Straße so schlecht ist, wenn sie ein bisschen tiefer gelegt sind vielleicht oder so. Hier gibt es, wie man sieht, keine Gehwege so richtig. Und über das Kopfsteinpflaster mit dem Fahrrad können Sie sich vorstellen, das ist sehr unangenehm. Und selbst bei uns da hinten im Haus wackeln die Gläser, wenn hier LKWs über die Straße fahren. Es wurde bis jetzt nichts gemacht, weil zu wenig Interesse der Landesregierung besteht. Ja, wir stehen hier am Storkower Straße, Kolberger Dorfstraße See, der sich hier bildet. Die Straße ist einfach im Zustand, der heutzutage nicht mehr geht. Und wenn jetzt die Umleitungsverkehre bei Autobahnumleitung oder beim Autobahnausbau hier lang gehen, auch die schweren LKW, ist es unzumutbar. Und deswegen müssen wir endlich vorankommen. Ich habe ja vorgeschlagen, Herrn Beermann hinten in den Dorfgasthof einzuladen, ihm eine Übernachtung im Dorfgasthof zu schenken, am besten so ab Freitagnachmittag, wenn dann hier ordentlich Lkw-Verkehr ist. Idealerweise natürlich, wenn gerade eine Umleitung auf der Autobahn hier über diese Strecke kommt. Und dann merkt er vielleicht, wie dringend notwendig das ist. Man müsste endlich mal beginnen, die Versprechen, die vom Landesstraßenbetrieb gemacht werden, auch umzusetzen. Wir haben ja als BVB Freie Wähler in den letzten zwei Haushaltsberatungen jeweils Anträge gestellt, dass der Landesbetrieb Straßenwesen sowohl Planer bekommt, um solche Vorhaben zu planen, als auch Geld bekommt, nämlich über 90 Millionen zusätzlich, damit eben solche Durchfahrten endlich gemacht werden können, Straßen im Landesstraßennetz saniert werden können. Und diesen Hebel wollen wir verwenden, um nochmal deutlich zu machen, dass man hier die Menschen nicht weiter in den Pfützen stehen lassen kann.